Sieht der Himmel nicht geil aus? Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Enderal. So, wir reden mit Justlan. Ich hoffe, ich habe hier nichts übersehen. So, mein Gutster. Ich wusste, dass ihr es nicht lassen könntet. Wer weißt du, dass ich das... Hä? Das in dem Haus, das wart ihr, richtig? Der Justlan dieser Realität. Gut erkannt. Uns läuft die Zeit davon. Merkt ihr das nicht? Das Fieber? Doch. Doch, das tue ich. Justlan, was soll das? Wir müssen von hier verschwinden. Hm. Ich fürchte, ich habe mich umentschieden. Ich werde bleiben. Seid ihr verrückt? Wenn ihr hier bleibt, werdet ihr sterben. Sagt mir was Neues. Meine Tochter und meine Frau. Naja. Dieser Mensch, zu dem ich diese Welt da draußen gemacht hat. Ich wollte es nie. Ich wollte einfach nur ein normales Leben. So wie der Justlan dieser Welt es haben kann. Aber so ist es eben. Was man will, interessiert die Welt nicht. Wenn sie entschieden hat, ist man machtlos. Warte mal, Moment, ihr habt eure Frau und eure Tochter verloren in unserer Realität? Ja, das habe ich. Was ist passiert? Spielt es denn eine Rolle? Sie sind fort. Tot. Begraben im Sand der Roten Wüste. Ende der Geschichte. Und nun wollt ihr hier bleiben und abwarten, bis das Fieber euch tötet? Nicht hier. Sie sollen meinen Körper nicht finden. Und was, wenn Dalmarax sich geirrt hat? Wie meint ihr das? Wir sterben, wenn wir hier bleiben. Aber was, wenn das Auswirkungen auf diese Welt hat? Wir? Nein. Dalmarax Aufzeichnungen sind eindeutig. Wir sterben und das war es. Ein friedlicher Tod in einer friedlichen Welt. Dalmarax hat ganz Talgard in die Luft gejagt. Was ist, wenn euer Tod auch den Justlan in dieser Eventualität tötet? Wollt ihr das verantworten? Ihr meint... Ihr seid schlau, wisst ihr das? Ihr seid wirklich schlau. Aber das Problem ist, ihr könntet recht haben. Und dieses Risiko kann ich nicht eingehen. Genau. Ich komme mit euch. Aber gebt mir noch einen Moment. In Ordnung? Nur einen. Gehen wir. Er folgt mir, gut. Boah, ich habe schon gedacht, dass meine Rhetorik vielleicht nicht ausreicht. Aber Gott sei Dank habe ich Rhetorik trainiert ein bisschen. Also, ne, ich glaube auf über 75 habe ich es. Nur halt, im Notfall hätte ich noch mein enderelisches Gewand und den Kram dabei. Und das Amulett. Ah ne, bei dem Amulett waren das, glaube ich, nur Händlerpreise. Gott, ich weiß es gerade gar nicht. Aber es hat gereicht. Kommst du jetzt mit, oder was? Leb wohl. Was zum Henker? Und ich stehe einfach hier drauf auf einen unsichtbaren Mann. Hallo, ich will ja auch weg. Darf ich? Ah, ich habe mir schon gerade Sorgen gemacht, dass ich nicht wieder wegkomme. Ihr habt recht. Und es tut mir leid, ich weiß nicht, was in mich gefahren ist. Ich bin froh, dass ihr zu Sinn gekommen seid. Ja, das bin ich auch. Das Haus, ihre Stimmen, es war einfach zu viel. Ihr müsst mir verzeihen. Wusstet ihr eigentlich, was euch da drüben erwartet? Natürlich wusste ich es. Aber warum? Warum habt ihr euch das angetan? Ich weiß es nicht. Vermutlich, weil ich dachte es, dass es mir vielleicht helfen würde, sie zu sehen. Oder vielleicht war es einfach nur der Wunsch zu sehen, was hätte sein können. So schmerzhaft es auch war. Ihr habt auch einen Menschen verloren. Hättet ihr nicht dasselbe getan?
Aua. Vermutlich. Dachte ich mir. Was wird nun aus dem Weltenwandler? Gute Frage. Aber jetzt, wo meine Mission erledigt ist, werde ich dem Großmeister und dem Erzmagister davon berichten. Vielleicht haben sie eine Verwendung dafür, auch wenn ich es bezweifle. Der Ätherkristall ist erloschen. Und ich konnte in all den Monden, die ich hier bin, nur den einen ausfindig machen. Das war's schon? Selbst wenn Arantial einen weiteren auftreiben kann. Die Korrektur setzt viel zu schnell ein, als dass wir aus den anderen Eventualitäten nützliche Informationen gewinnen können. Aber die Entscheidung belasse ich ihm. Nee, ja, eure Frau, ihr sagte, dass sie in dieser Realität tot ist, aber dennoch redet ihr mit ihr. Warum? Ich möchte nicht darüber reden. Ihr habt viel über mich erfahren in den letzten Stunden. Mehr als die meisten. Und ich müsste lügen, wenn ich behaupten würde, dass mir wohl dabei ist. Bitte lasst mir diese letzte Zuflucht. Na gut. Weder, ne? Also, es trifft eigentlich eher beides. Ja, komm, es gibt nichts zu verzeihen. Wäre das Leuchtfeuer nicht, hätte ich nicht eingegriffen. Wollt ihr etwas Amüsantes hören? Ich bin euch dankbar, dass ihr mich gerettet habt. Jetzt, rückblickend, weiß ich das, was ich dort drüben gesehen habe, besser einzuordnen. Und ich glaube, es hat mir geholfen. Es hat mir gezeigt, dass der Weg, den ich gehe, der richtige ist. Wohlan denn. Ich denke, hier endet unsere Zusammenarbeit vorerst, nicht wahr? Ich danke euch für eure Hilfe. Kein Und Ding. ich denke, wir wissen beide, dass ihr mehr verdient habt als nur ein paar Groschen. Wartet kurz. Genau, hier ist er. Dieser Schlüssel hier öffnet ein Tresorfach. Der Gegenstand, den ihr dort findet, gehört euch. Es ist ein Andenken. Aber nach allem, was passiert ist, denke ich, ihr könnt ihn besser gebrauchen als ich. Wenn wir uns in einer anderen Welt kennengelernt hätten, wären wir vielleicht sogar Freunde geworden. Wer weiß. Jetzt würde ich. Was ist das da? In diesem Beutel? Was? Diese Blume. Kirasch, das. Das ist eine Traumblume. Woher habt ihr das? Aus der Eventualität? Ja, ich habe sie gefunden, während ihr bei dem Haus wart. Beim Namen der Sonne. Das ist faszinierend. Dann wollt ihr den Trank brauen? Das Traumblumenelixier? Nein, das kann nicht sein, oder? Ich habe darüber nachgedacht. Gut, hört mir genau zu. Das ist eine schlechte Idee. Die Traumblume ist gefährlich, verdammt gefährlich. Warum? Ich dachte, das Elixier gibt Macht. Nein, das heißt doch, ja. Es gibt Macht, aber ihr müsst das Warum dahinter verstehen. Die Traumblume. Ich habe mich viel mit ihr auseinandergesetzt und mittlerweile glaube ich zu wissen, wie genau sie wirkt. Sie übernimmt euren Geist. Von genau dem Moment an, in dem ihr sie tränkt. Sie übernimmt meinen Geist? Ibn Naidarim und der kilianische Alchemist, deren Aufzeichnung ihr wahrscheinlich gelesen habt. Sie liegen beide falsch. Ja, die Traumblume verstärkt eure arkanistischen Fähigkeiten, aber sie macht euch weder unsterblich. Noch erlaubt sie es euch, fließend Realitäten zu wechseln. Sie versetzt euch in einen ewigen Schlaf, versteht ihr? Von dem Moment an, in dem ihr sie nehmt, schlaft ihr ein. Und alles, was von dort an passiert, ist ein Produkt eurer Fantasie. Ein Elysium. Ein Elysium? Was meint ihr? Ein ewiger Traum. Ihr schlaft ein und lebt in einer Welt weiter, die nur in eurem Kopf existiert. Nur, dass ihr sie nicht von der Realität unterscheiden könnt. Woher wollt ihr das wissen? Neidarim und der Kilianer haben die Pflanze für Jahrzehnte studiert. Und ich ebenfalls. Glaub mir, ich weiß, wovon ich spreche. Die Traumblume zu trinken bedeutet, die Realität für immer zu verlassen. Aber letztlich ist es auch doch nur eine Theorie, oder? Alles über die Traumblume ist eine Theorie. Aber ihr könnt mir glauben. Wenn ich von der Richtigkeit meiner nicht überzeugt wäre, wäre ich jetzt nicht hier, sondern würde jede Oase in Kyra nach der Blume abgrasen. Aber was rede ich? Am Ende glaubt ihr ohnehin das, was ihr zu glauben wollt. Bitte, Prophetin, ihr seid im Begriff, einen Fehler zu machen. Einen gewaltigen. Und nun, was wollt ihr mir sagen? Ihr solltet sie mir geben.
Ich glaube, ich kann euch daraus etwas brauen, was die positiven Effekte der Traumblumen auf eure magischen Fähigkeiten verstärkt. Aber ohne euch dabei einzuschläfern. Bitte, Prophetin, seid keine Närrin. Ihr spielt mit Dingen, deren Ausmaß ihr nicht ansatzweise versteht. Warum seid ihr so an meinem Wohlergehen interessiert? Weil ihr mir das Leben gerettet habt. Und weil wir euch brauchen. Verdammt, ihr wisst um eure Rolle in all dem. Habt ihr mir nicht vorhin noch Selbstsucht vorgeworfen? Na gut, hier, komm, ich geb's ihm einfach. Gut, danke. Das ist die richtige Entscheidung, glaub mir. Wohl mach keinen Scheiß damit. Ihr hört von mir, sobald ich sie in Augenschein genommen habe. Wir sehen uns im Tempel. Okay, wir sollen ihn jetzt nach 2 Tagen nach der Traumblume fragen. Da können wir jetzt unsere Zeit erstmal anders da benutzen, indem wir jetzt nach Thalgard zurückgehen und dort jetzt noch die restlichen Gebiete erkunden, die uns noch fehlen. Höhlen, Festungen und der ganze Kram. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie das Ganze ausgeht, wenn man ihm die Blumen gibt. Oder wenn man sie behält eben. Ich gehe mal ganz kurz... Nein, ach Quatsch, ich wollte zum Arkmarktplatz. Weil von dort aus... Obwohl, geht das eigentlich auch von der Unterstadtmarktplatz, dass man von dort aus einfach schnell reisen kann? Egal. So. Ich will jetzt mal gerade hier ganz kurz das Muschelfleisch ablegen. Brauche ich nicht. Oh, nochmal die Eisbanke essen. So, passt alles. Tränke hier. Komm einfach wieder weg. Tschüss, tschüss, tschüss. Das kommt weg. Und finito. So, jetzt werden wir einfach mal nach Thalgard zurückreisen. Ah, hier. Zerstörte Abtei, so. Und werden dann jetzt weiter erkunden. Und dann, denke ich mal, wird ein bisschen Zeit vergehen. Und dann können wir Jussan nach diesen komischen Blumen fragen. Die habe ich wieder ganz vergessen. Ich wusste gerade gar nicht eben, was überhaupt Sache ist. Weil das ja eigentlich ja gar nicht zur Hauptquest gehört. Oder müssen wir diese Quest machen? Oh nein, 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 nein. Warum sind die Gegner wieder hier? Die Gegner sind wirklich wieder hier. Das ging aber schnell. Wo ist er denn jetzt gestorben? Da. So, hier will ich hin. Krematorium. Am besten ich mache den, den und Rin. Die Rinder! So ein Ding ist das. Schieß doch! So, Feierabend, wie das duftet. Ihr lächerlichen Wildmagier. Ich nehme jetzt wirklich nur noch wirklich, wirklich die richtig krassen Sachen mit. So. Ich höre hier noch mehr Gegner. Ich glaube, das sind Eiselementare. Ja.
Mehrere sogar. So, tschüss. Rest kann drin bleiben, brauche ich nicht. Ich habe jetzt auch alle, ich habe alle, oder? Gelootet, ja. Das war knapp, weil ich habe einfach nur noch irgendeinen Schatten gesehen eben. Nein, ich möchte nicht nach Talgard, ich möchte an diese Truhe. So. Und raus da. Das war's schon, alles klar. So, ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Auf jeden Fall ein Stück weiter als vorher, definitiv. Wir gehen den Weg nochmal zurück jetzt. Weil wir ja den Weg so noch gar nicht abgelaufen sind. Ah, ein Elementarwolf. Ja, wo willst du denn hin? Dann komm auch her. Ach, da ist er. Dann ist noch einer. So, und tschüss. So, gib mal schön her deine Feuersalze. Elementarwolf. Oh ja, wieder schön für Ambrosia-Tränke. Wo wir brauen können. So, jetzt sind wir wieder hier. Okay, gut. Das heißt... Ja. Ja, okay, sehr schön. Das heißt, wir können jetzt nochmal zurückgehen. So. Vielleicht mache ich auch mal die Schnellheilung rein. Oh. Hier sind ein paar Gegner auf jeden Fall. Oh mein Gott, das ist der stehlende Wächter. Das ist er. Das ist der stehlende Wächter. Das ging ja schneller als gedacht. War das gerade wirklich alles? Das war dein Schaden, den du anrichtest. Okay, ich nehme es zurück. Er hat mich gewonnen-hittet. Ich dachte schon gerade, ich brauche gar nicht von ihm abhauen. Aber da habe ich mich wohl geirrt. Der pfeffert mich erstmal ein paar Meter in die Lüfte. Wo sind wir denn jetzt? Ach nee, jetzt sind wir wieder hier. Okay. Nee, Moment mal, nein, hä? Ein Augenblick, falsch. Hier liegt der Feuerelementarhund tot. Okay, gut, das heißt, dass ich festhänge. Das heißt das. So, dann wisst ihr, was ich jetzt einfach mal gerade mache. Ein Augenblick. Ich glaube, wir hatten auch eben noch einen neuen Zauber gefunden. Ich werde jetzt mal Blitzheilung auf meine Favoriten setzen, anstatt den normalen Zauber. Das ist hier Blitzheilung. Rang 5. Lebens. Ab.
Absorption, das ist bestimmt auch ganz cool. Aber ne, wir bleiben bei der... Wir machen die Blitzheilung. Fertig. Und die kommt dann jetzt auf die 6. Hier. Und da haben wir Wohltat drin. Lass ich aber trotzdem mal noch auf den Favoriten. Boom. Um einen Schlag einmal voll geheilt. Und hier gammelt also der stillende Wächter rum. Na, sehr schön. Ich höre ihn. Hier ist er. Da ist der stehende Wächter. Zack. 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 Na, was ist los? Warum haust du denn ab? Hast du Schiss? Dich strecke ich nieder, mein Freund. Dich strecke ich nieder. Und damit haben wir alle 5000 Erfahrungen kriegen wir auf unseren Nacken. Oh, ist das lecker. Damit haben wir alle mystischen Kreaturen besiegt. Wie geil ist das denn? Bollwerk ist eine Rüstung, krass. Ach komm, wir looten ihn ganz. So, hier habe ich doch irgendwo... Nein, der falsche leider. Und das ist auch der falsche. Das ist der richtige. So. Geil! Wir haben es geschafft, meine lieben Freunde. Wir haben alle mystischen Kreaturen gefunden und besiegt. Hier geht eine Treppe runter, aber ich will erstmal da hoch. Wirklich sehr cool. Ah ja, da haben wir ihn richtig niedergestreckt. Okay, ach du Scheiße, ist ja ein richtig krasser Ort hier anscheinend. Ach, seid ihr diese komischen... Diese komischen Sonnengeborenen, genau. Okay, ihr haltet ganz schön was aus. Muss ich euch wirklich lassen. Was ist jetzt der für ein Scheiß? Oh mein Gott, habe ich mich gerade erschrocken, Alter. Sonnengeborenen-Schwert, naja. Boom, Baby, da ist mein Mana wieder oben. Alter, ist das geil. Wo ist er denn, hallo? Da oben bist du, ja. Alter, mit einem Schluck und zack ist mein Mana wieder voll. Ist das geil. Das ist so geil. Das feiere ich. So, da oben kommen wir irgendwie nicht wirklich hin. Was ist das denn hier für ein Ort? Talgard! Ach, das hier ist nochmal Talgard. Oh. Oh. Hat euch das gefallen? Ja, da guckt ihr aus der Wäsche, hä? Da guckt ihr aus der Wäsche.
Alter! Ich hau mich hier durch, ich kill alles. Ist ja krass. Ihr habt einfach keine Chance gegen mich, so ein Ding ist das. Mit meinen Mana-Tränken des Todes. Ach komm, ist ja... Naja, ich hab Heiltränke dabei, dann benutze ich die auch. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und ich hoffe, ich übersehe hier nichts irgendwie, weil das ist ein sehr komischer Ort auch. Das muss man mal so erwähnen. Und wie ich auf diesen Turm da irgendwie komme, habe ich... Ich weiß es nicht. Vielleicht, wenn wir in diese Festung reingehen, kommen wir dann dorthin. Naja gut, gut, meine lieben Freunde. Ah nein, hier können wir theoretisch jetzt dann zu diesem Turm gehen. Das soll mir recht sein. Nein, brauchen wir alles nicht. Das nehme ich mit. Die nehme ich mit. Ich probiere es jetzt einfach nochmal. Ich weiß es nicht, ob es was bringt. Ach, habe ich das nicht auf meine Favoriten mal gepackt? Na gut, warum sollte ich auch, weil... Irgendwas stand da gerade, ich weiß aber nicht, was es war. Keine Ahnung. Okay, hier ist nochmal eine Tür. So, meine lieben Freunde, aber bevor wir jetzt dahinter gehen, beende ich erstmal den Part und dann sehen wir uns hier beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Enderal. Macht es gut, ciao!